Wenn schon an der Börse nichts los ist, dann haben wir wenigstens das Klima. Das ist wahrscheinlich die tiefere Ursache dafür, dass die Notenbanken sich jetzt auch für die Klimapolitik zuständig fühlen. Aber nein, mal im Ernst, wir sehen oder erleben derzeit, dass New York geradezu absäuft durch diese Ausläufer des Hurrikans Ida, der zu massivsten Regenfällen in New York geführt hat. Und das könnte auch für den heutigen Handel heute relevant werden an der Wall Street, denn da könnten Komplikationen auftauchen. Händler können ohnehin wahrscheinlich kaum zur Wall Street kommen, auch wenn natürlich der Präsenzhandel praktisch kaum mehr eine Rolle spielt, alles digital ist. Aber das ist schon ein Punkt, der heute Einfluss haben könnte, sollte, dürfte. Hier mal ein paar Bilder, die zeigen, wie krass die Situation ist. Da stehen Autos auf der Straße, die fast komplett mit Wasser bedeckt sind. Stehende, parkende Autos, muss man sich vorstellen. Das ist schon sehr heftig. New York hat jetzt den Ausnahmezustand ausgerufen. De Blasio auch für New York City State den Ausnahmezustand ausgerufen. Aber Gott sei Dank haben wir ja die Notenbanker. Die werden helfen und hier sehen wir kurz nochmal Aufnahmen aus einer U-Bahn in New York, wo das Wasser geradezu sintflutartig reinschießt. Also das wird heute wahrscheinlich der öffentliche Verkehr in New York komplett lahmgelegt sein. Freunde von Markus Koch werden vielleicht, weiß ich nicht, warten müssen oder heute keine Sendung von ihm sehen können wegen dieses Wetters. Jedenfalls, Gott sei Dank, haben wir die Notenbanken, sodass Paul jetzt schon sagen konnte, dass wahrscheinlich die Fluten transitory sind, also vorübergehend. Man beobachtet seitens der Fed die Wettersituation und kauft im Notfall ETFs, wenn nötig. So der Notenbanker, und die Repo-Operation der Fed, laut eigener Aussage der Fed, hätten schon dafür gesorgt, dass die Temperaturen der Ozeane schon deutlich wieder gesunken sind. Kleiner Scherz am Rande von Rudi Havenstein, der so diese Absurdität so ein bisschen auf den Punkt bringt und die Notenbankenaktionen mit der Klimapolitik schon mal ein bisschen kombiniert. Wahrscheinlich werden wir bald solche Nachrichten wirklich hören. Isabel Schnabel hat ja gesagt, ja, also wir können da nicht an der Seitenlinie stehen als EZB, wir sind auch für den Klimawandel zuständig. Und zuständig noch für Geldpolitik ist Jerome Powell. Frage, wer wird ihn ablösen oder wird er eine weitere Amtszeit bekommen? Brainard, Lael Brainard, Demokratin, FED-Mitglied und Frau, hat jetzt ihre Anhänger aufgerufen, keine Kampagne für sie zu starten in Sachen Wahl des neuen FED-Chefs. Sie ist ja diejenige, die in Frage kommt, wenn es Powell nicht werden sollte. Um den Labor Day, der jetzt am Montag ist, soll Joe Biden entscheiden, wer nächster FED-Vorsitzender wird oder ob es eben Jerome Powell bleibt. Das wird für die Märkte auch von Bedeutung sein. Apropos Märkte, wir sehen gestern eine Rallye der defensiven Sektoren. Real Estate super gelaufen, überhaupt Real Estate, der Sektor, der derzeit explodiert. Utilities, Versorger, Consumer Staples, also diese ganzen defensiven Sektoren sind gut gelaufen. Dagegen Materials, Industrials, Financials und Energy sind unter Druck gekommen. Insgesamt der Technologiesektor noch der beste Sektor. Wir sehen den NYSE FANG Index gestern auf neuem Allzeithoch, aber Aktien wie Apple, die ausgebrochen waren, auch Amazon, die sind dann doch wieder deutlich zurückgekommen im weiteren Handelsverlauf. Und das kann daran liegen, dass wir beim Nasdaq an einen langjährigen oberen Trendkanal angestoßen sind. Wir stoßen also jetzt auf Widerstand. Und das macht die Sache vielleicht ein bisschen schwieriger. Deswegen vielleicht heute jetzt nicht der Tag für die Techs, aber man hat ja Pferde schon kotzen sehen und Notenbanker für Klimapolitik agieren sehen. Also möglich ist alles. Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Märkte auf die großen US-Arbeitsmarktdaten warten, weil die relevant sind, was die Fed tun wird. Sind die sehr, sehr gut, dann entfällt das Argument für die Fed, dass der Arbeitsmarkt ja noch viel Aufholpotenzial hat. Also je besser die Zahl, umso schlechter. So eine Zahl, die okay ist, aber nicht zu gut, nicht zu schlecht, wäre wahrscheinlich das Beste. Gestern hatten wir den ADP-Arbeitsmarktbericht und der war doch deutlich schlechter. Allerdings sehen wir hier die Standardabweichungen zwischen ADP und Non-Farm Payrolls sehr, sehr groß. Jetzt sagen fast alle, ja, also der ADP hat praktisch keine prognostische Kraft mehr in Sachen wirkliche Daten zum Arbeitsmarkt, aber der ADP ist wahrscheinlich viel zuverlässiger als die Non-Farm Payrolls, als die großen Arbeitsmarktdaten, weil die durch Seasonal Adjustments beliebig manipuliert werden können. Dementsprechend würde ich diesen ADP-Daten mehr trauen, auch wenn die jetzt wieder falsch liegen sollten, was die offizielle Zahl betrifft, aber die offizielle Zahl ist das Problem an der Sache, das sollte man vielleicht einmal klarstellen. Wir haben eine Tech-Rally gesehen, wie gesagt, Google jetzt mit einem Antitrust-Verfahren des Justizministeriums
viele Antitrust-Verfahren, die jetzt bereits laufen. Gleichwohl läuft Tech wie geschnitten Brot an der Wall Street. Und wir sehen, dass Apple jetzt freiwillig einigen App-Entwicklern die Möglichkeit gibt, dass die nicht 30% der Umsätze an Apple zahlen müssen, wenn eben hier Umsätze passieren über den App Store, sondern dass man direkt auf die Webseite dieser App-Entwickler geleitet wird und da dann bezahlen kann. Das dürfte ein wichtiger Punkt sein, auch für das Geschäftsmodell von Apple. Also die Einschläge kommen ein bisschen näher, auch für die Tech-Werte, für den Gesamtmarkt, Fragezeichen. Holger Cipic, der alte Bär, er hat gesagt, also Fidelity, diese Finanzfirma, hat jetzt sehr viele Leute eingestellt und oft ist es so, wenn Firmen sehr, sehr viele Leute einstellen, sind wir kurz vor einem Top, so sagt zumindest der Holger. Und auch das Ameritrade Investor Movement Index, oder der Index, jetzt auf einem Allzeithoch, das heißt, die Leute sind so stark long positioniert wie seit 2010 nicht mehr, die Privatkunden zumindest sind das. Mal schauen, was da passiert. Insgesamt sehen wir, dass jetzt das erste Mal die Zahl von Hospital Admissions in Sachen Corona zurückgehen in den USA. Gleichwohl verlangen sehr, sehr viele Firmen praktisch jetzt, dass die Mitarbeiter geimpft sein müssen. Etwa ein Viertel der Firmen sagt sogar, also wer nicht geimpft ist, kann nicht mehr unser Angestellter sein. Das wird jetzt etwas, was sehr, sehr wichtig werden wird. Insgesamt sehen wir, dass zum Beispiel an den Flughäfen der USA der Verkehr derartig zurückgeht, die Passagierzahlen derartig zurückgehen, dass wir jetzt das geringste Niveau seit Mai haben. Also Corona hat das ganze Verkehrsgeschehen doch deutlich wieder reduziert und reduziert eben auch durch die Lieferkettenprobleme, etwa jetzt Ford, der F-150 Pickup, das absolute Bestsellermodell von Ford, muss jetzt wieder Produktionsstopp oder da wird wieder ein Produktionsstopp nötig, weil es eben keine Chips gibt. Und Elon Musk hat sich auch geäußert und hat gesagt, ja, das Jahr 2021 ist ein Jahr von crazy supply chain shortages. Selbst wenn wir 17 neue Produkte hätten, keines könnten wir wirklich transportieren, könnten wir wirklich über See transportieren. Natürlich auch eine kleine Ausrede, warum bei Elon Musk jetzt an Neuem so viel nicht mehr passiert. Und hier etwa auch die Meldung, interessant, dass in China Tesla 4 Tage lang nicht produzieren konnte wegen Chipmangel. Alle, die ich spreche, die sich äußern, die in China leben, sagen, die chinesischen Firmen, die haben Tech. Die haben diese Chips, die haben nicht das Problem. Tesla hat es scheinbar schon, da ist eine China First Politik möglicherweise im Gange, die so ganz subtil funktioniert. Und jetzt hat China Folgendes gemacht und das ist sehr, sehr wichtig. Man verlangt von allen Schiffen, die ins südchinesische oder ostchinesische Meer eindringen, dass die sich bei der chinesischen Schifffahrtsbehörde registrieren bzw. melden müssen. Das gilt natürlich auch für amerikanische Schiffe. Jetzt haben die Amerikaner gesagt, nö, das machen wir nicht, das ist ein freies Seegebiet, da werden wir niemand um Erlaubnis fragen, um da reinzufahren. Da sehen wir, dass die Dinge so ein bisschen sich derzeit wieder verschärfen. Auch die Aktionen gegen Taiwan nehmen derzeit zu. Hier ein Bericht von Politico, der von dieser ausgesprochen schlechten Stimmungslage berichtet zwischen den Militärs Chinas und den USA, der neue Botschafter in den USA aus China. Er hat jetzt gestern eine Rede gehalten, die extrem scharf war, hat den USA Irrglaube auf ganzer Linie vorgeworfen, das nur nebenbei. Also wir sehen, das wird das große Thema des 21. Jahrhunderts, da bin ich relativ sicher. Vor allem jetzt mit dieser Wendung von Xi Jinping hin zu diesem Neokommunismus könnte man sagen, das Allgemeinwohl soll im Vordergrund stehen, deswegen werden die Reichen ein bisschen rasiert. Jetzt geht es wohl Ride-Hailing-Firmen an den Kragen, also diese Plattformen, Internetplattformen, die sozusagen Taxidienste anbieten, Didi und die Konsorten. Da scheint der nächste Crackdown am Start zu sein, nachdem es einer Branche nach der anderen an den Kragen geht. Die chinesischen Firmen beeilen sich jetzt laut jüngsten Berichten eben dieses Allgemeinwohlprinzip, was Xi Jinping jetzt ausgegeben hat, auf ihre Fahnen zu schreiben, das zu promoten. Also die Gehirnwäsche schreitet fort und wir sehen ja, dass die Wirtschaft darunter leidet, was da passiert durch die Politik. Möglicherweise sehen wir auch vor allem im Dienstleistungssektor jetzt diesen Einbruch bei den Einkaufsmanager-Indizes, weil eben die Politik das so krass agiert, sodass der Einkaufsmanager-Index niedriger ist als in der Finanzkrise zum Beispiel.
Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist natürlich auch durch Corona und Überflutungen etc. Aber das finde ich schon sehr außergewöhnlich. Kommen wir nach Europa, meine Damen und Herren. Da ist ja auch einiges außergewöhnlich. Zum Beispiel, dass wir, die Deutschen, sind jetzt die Inflationskönige in Europa. Gell? Wer hat das gedacht? Ja, also wir sind dabei, die Italiener total abzulösen als Europameister. Die sind vielleicht im Fußball-Europameister. Nein, aber wir sind in Inflation-Europameister. Gell? Und das ist ja auch schon was. Liegt natürlich ein Stück weit auch an so Geschichten wie zwischenzeitlicher Senkung der Mehrwertsteuer, dann wieder Anhebung etc. etc. Aber dennoch ist es natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir wahrscheinlich die Italiener bald überholt haben werden in Sachen Inflation. Wer das vor 3-4 Jahren gesagt hätte, der wäre für verrückt erklärt worden. Und jetzt sehen wir, dass die EZB mit Abstand der größte Anleihegläubiger der Euro-Staaten ist. Das ist lustig, gell? Also die EZB, die gehört den Staaten. Die EZB hat Eigenkapital von Staatsanleihen vorwiegend von Zypern. Das ist kein Witz. Dementsprechend, also die EZB gehört den Staaten. Jetzt hat die EZB aber die Schulden der Staaten gekauft und ist der größte Gläubiger. Nein, das ist kein Ponzi-Schema, meine Damen und Herren. Das ist auch keine Staatsfinanzierung durch die Hintertür, weil die EZB kauft die Anleihen doch nicht direkt, sondern über Banken, gell? Das ist, ich habe es neulich schon gesagt, gell? Also das ist wie, wenn jemand sagen würde, du, ich habe doch meine Drogen nicht beim Dealer gekauft, sondern über einen Zwischenhändler. Insofern sind das gar keine Drogen, die ich gekauft habe, gell? Das ist so etwa auf der logischen Argumentationslinie. Also das zeigt hier, wenn Sie mal anschauen, vor allem Niederlande, Slowakei und Deutschland, da ist der Anteil mit am höchsten, was die EZB sozusagen in ihrer Bilanz hat, fast 50%, teilweise fast die Hälfte. Liegt doch daran, dass zum Beispiel ein Land wie Italien eben sehr viel mehr Schulden aufnimmt. Dementsprechend ist es schwierig, da die Hälfte dieser Schulden wirklich aufzukaufen. Also die Länder wie Niederlande und Deutschland, die emittieren weniger Schulden, weil sie eben weniger Schulden machen. Wenigstens haben sie Inflation, könnte man sagen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Vermögensteuer und Co. Ein Artikel, den ich gestern geschrieben habe, mit einem Video von André Stagge versehen, der sich die Mühe gemacht hat und so freundlich war, sich mal die Parteiprogramme genau anzuschauen, kurz vor der Bundestagswahl in Sachen Vermögensteuern, aber vor allem auch in Sachen Steuern für Finanztransaktionen, Daytrading, Aktien kaufen etc. hat das mal durchleuchtet. Für jeden eigentlich sehr, sehr wichtig, der an der Börse aktiv ist oder vermögend ist. Deswegen kann und will ich diesen Artikel mit diesem Video von André Stagge Ihnen empfehlen, packe ich wieder unter das Video mit dem Link. Schauen Sie sich das mal an, denn das wird für jeden relevant werden. Da sollte man wissen, was auf einen zukommt, je nachdem, welche Koalitionen es dann nach dem 26. September, also nach der Bundestagswahl, dann geben wird. Das war's erstmal. New York säuft ab. Mal sehen, ob die etwas ähnlich Dramatisches erleben wie wir hier mit der Flutkatastrophe Mitte Juli. Man hofft, dass das nicht der Fall sein wird. Wir sehen, dass die Märkte so ein bisschen jetzt den 1. September verarbeitet haben. Normal der Monatsauftakt ja relativ gut, weil frisches Geld an die Börsen fließt über ETFs. Der September allerdings ist normalerweise der gefährlichste Monat, muss man sagen, nach allen Kategorien. Aber diesmal ist wieder alles anders, meine Damen und Herren. Die Notenbanken ersäufen alles in Liquidität. Das ist dann die Gegenmessage zu den Regenfällen in New York. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao. Und verweise nochmal auf den Artikel Vermögensteuer. Servus, ciao.